Es ist Anfang März und es wird Zeit für mich, die ersten Samen in die Erde zu bringen. Dazu gehören Paprika, Chili, Tomate und Physalis. Der Rest, damit warte ich noch. Warum bin ich überhaupt so spät dran? Alle anderen haben ja schon angefangen. Ich glaube, die Pflanzen holen das dann im Mai, wenn der Sommer bzw. der Frühling dann so beginnt. Die holen das eh locker auf. Ganz herzlich möchte ich mich bei allen bedanken, die mir so tolle Samenpakete zugeschickt haben. An erster Stelle die ganzen Leute, die auch einen Gartenkanal haben, zum Beispiel die Jen vom Gartengemüsekiosk, Ingrid und Martin vom Ubuntuhof, der Felix, die Nadine oder Basti von Bastis Biobeete. Alles tolle Gartenkanäle, ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung. Auch vielen Dank an alle anderen, wie zum Beispiel Anja, Marion, Benjamin, Silvia, Heinrich, Lars, Bastian, Dennis und so weiter. Vielen Dank an alle. Ich freue mich wirklich und ich kann die toll gebrauchen. Im ersten Schritt muss ich die ganzen Samen mal sortieren. Dennis, du hattest mir die Kumato-Samen zugeschickt. Ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr, was das ist. Schreib es mir doch bitte unten in die Forenbeiträge rein oder schick mir eine Mail. Ich habe leider keine Ahnung mehr. Ja, eine wahnsinnige Vielfalt habe ich da bekommen von euch. Trotz des großen Gewächshauses werde ich so viele verschiedene Sorten gar nicht anbauen können. Ich werde mich aber auf ein paar tolle Sorten konzentrieren. Eine Sorte habe ich hier noch, das ist von dem Gartengemüsekiosk-Kalender. Da ist auch immer in jedem Monat ein Samentütchen drin und ich sehe, im Monat März sind es Tomatensamen. Allerdings weiß ich gar nicht, was für eine Sorte. Es steht nur Tomate drauf. Ich werde die Jen mal eben anrufen und fragen. So, für diese Tomaten habe ich mich jetzt entschieden. Das ist meine absolute Lieblingstomate, die Prinz Czerny. Wer meine Videos kennt, weiß, wie sehr ich von der schwärme. Eine tolle, große, dunkle, ganz schmackhafte Tomate. Dann habe ich hier eine Tomate von jemandem zugeschickt bekommen, die heißt Wesenyi Mitschinski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auf die bin ich gespannt. Viele haben geschwärmt von der Berner Rose Tomate. Bin ich auch sehr gespannt drauf, die kenne ich nämlich noch nicht. Letztes Jahr hatte ich auch eine Ananastomate, also eine Pflanze, hat hervorragende Früchte gebracht, hat mir toll geschmeckt, kommt wieder in den Garten. Dann habe ich hier eine zugeschickt bekommen, die nennt sich Princess of Gothic, auch auf die bin ich sehr gespannt. Dann noch eine Ananas Noir, also wahrscheinlich eine schwarze Ananastomate, eine Black Truffle, dann noch eine Tomate Limonji Gigant. Dann meine geliebte Black Cherry, die bringt ungefähr so große Früchte, auch dunkel, auch sehr schmackhaft, sehr ergiebig, tolle Tomate. Dann habe ich eine Mandarintomate, ein gelbes Birnchen, ein rotes Birnchen, eine Buschtomate in Herzform. Bin ich sehr gespannt, was die für Früchte bringen wird. Und last not least eine Ampeltomate, Himbeerrose Pink. Ihr wisst ja, ich habe hier so einen großen Baumstamm, der innen hohl ist. Den werde ich hier irgendwo auf die Terrasse aufhängen und da kommen die kleinen Cherry- oder Ampeltomaten rein. Dazu gibt es natürlich noch ein separates Video. Was jetzt auch noch in die Saatschalen kommt, das ist Physalis und Chili und Paprika. Ja, ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass ich mit meinen YouTube-Videos begonnen habe. Vielen Dank an 12.000, 13.000 Abonnenten mittlerweile. Ich bin total begeistert, dass so viel Interesse an so einem Thema Selbstversorgung oder am Thema Garten und Hühnern und Gewächshaus besteht. Vielen Dank an euch. Mein erstes Video, das ich gemacht habe zur Aussaat, verlinke ich euch mal da oben. Da war ich noch ganz klein und schüchtern. Da habe ich auch schon diese Schafwolle hier verwendet und habe in jedes Förmchen so ein bisschen Schafwolle unten rein. Das hält das Wasser ganz gut, die Wurzeln können schon schön rein und außerdem zersetzt sich die Wolle später und gibt Nährstoffe frei. Ist es für Veganer eigentlich okay, wenn man Schafwolle verwendet für Pflanzenanzucht? Die Schafe sind ja geschoren worden, müssen ja sowieso. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare rein.
Und meine Anzuchterde, die habe ich ja auch selber gemacht. Video verlinke ich euch da oben in der Ecke. Torffrei, ganz einfach, ganz schnell gemacht. Und ihr werdet sehen, die Pflanzen fühlen sich in der Erde richtig wohl. Tomaten, gelbe Birnchen. Und rote Birnchen. Ampeltomate, Himbeerrose. Und auf die bin ich ganz besonders gespannt, die Buschtomate in Herzform. Von vielen meiner Zuschauer gelobt, die Berner Rosentomate. Dann die Black Cherry, die hatte ich letztes Jahr schon im Gewächshaus, hat sich super bewährt. Tolle Tomate. Black Truffle, hört sich sehr lecker an. Dann haben wir hier Princess of Gothic. Die ist zweifarbig und zwar soll die unten dunkelrot sein und oben ins schwarze Geflammte übergehen. Naja, bin gespannt. Mandarintomate. Ihr seht, die Tomaten lege ich nur ganz oben auf die Erde. Dann kommt noch mal etwas Erde drüber gestreut. Die drücke ich dann noch leicht an und fertig. Und schon ist meine erste Saatschale fertig. Viele Sorten, die ich noch gar nicht kenne. Ich glaube, bis auf die Black Cherry sind die alle neu für mich und bin sehr gespannt. Was man auch machen kann, anstatt die Samen direkt auf die Erde und dann Erde nochmal drüber, einfach ein Pikierstäbchen oder hier so ein chinesisches Essstäbchen nehmen, kleine Löcher machen und dort den Samen reingeben. Die Löcher auf jeden Fall nicht zu tief. Maximal so einen halben Zentimeter, würde ich sagen. Und da kommen dann die Tomatensamen rein. Hier in die Anzuchtschale, da packe ich meine Lieblingstomate rein, die Prinz Czerny. Da möchte ich immer ein bisschen mehr haben, denn das ist so meine Brot- und Buttertomate. Von der mache ich meine ganzen Einkochgläser voll. Dann habe ich was für den Winter. Ich weiß, die ist sehr ergiebig und schmeckt einfach total gut. Das waren jetzt meine Prinz Czerny Samen von letztem Jahr. Jetzt habe ich noch Samen, die heißen Schwarzer Prinz und Black Crim. Ich glaube, das sind genau dieselben Tomaten, also Prinz Czerny. Falls ihr sagt, nein, stopp, das ist eine andere Sorte, sagt mir doch Bescheid. Ich werde sie auf jeden Fall separat machen und beschriften. Falls es tatsächlich unterschiedliche Sorten sind, kann ich sie immerhin auseinanderhalten. Und die letzte Reihe bestücke ich doch mit der Ananastomate. Und jetzt ist noch Physalis, Paprika und Chili dran. Dann kommt noch dran meine rote Spitzpaprika der Sorte Panthos. Das ist eine total geniale, leckere Sorte. Habe ich letztes Jahr angebaut, verlinke ich euch mal da oben. Da kann man nicht nur eine tolle Soße draus machen oder roh essen oder gefüllt. Auch das verlinke ich euch mal da oben in der Ecke des Videos. Eine ganz herrliche Paprika zum Essen. Schmeckt schön, süß und lecker. Pro Töpfchen mache ich immer zwei Samen rein. Entweder
keimt eins zum Beispiel mal nicht, das kann ja immer vorkommen. Oder ich wähle mir dann von den beiden das kräftigere Pflänzchen aus und verwende nur das. Das andere schneide ich einfach weg. Das war jetzt die Paprikasorte Pustergold. Bin ich auch schon gespannt drauf. Kenne ich noch nicht. Habe ich auch zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür. In die letzte Reihe kommt noch rein die schwarze Paprika. Jetzt fehlen noch Chili und Peperoni. Von denen brauche ich nicht allzu viel, denn die brauche ich nur in der Küche zum Würzen und da reichen 1, 2, 3 Pflänzchen locker aus. Ihr kennt meine Pimientos de Padron, auch die habe ich letztes Jahr angebaut. Da habe ich den Fehler gemacht, die viel zu trocken stehen zu lassen und zu spät zu ernten. Deswegen sind die unheimlich scharf geworden. Pimientos de Padron, die erntet man relativ früh, grün, die kommen dann in die Pfanne. Mit Olivenöl, Knoblauch, groben Meersalz drüber und schmecken fantastisch. So, ich starte mit Chili, Altweibersommer, habe ich auch zugeschickt bekommen und bin ich sehr gespannt drauf. Weiter geht's mit Freiland-Peperoni, lang und rot. Ich verwende außerdem total gerne samenfestes Saatgut. Das hat einen riesen Vorteil, denn ich kann meine eigenen Samen wieder gewinnen und wieder in die Erde stecken. Das geht zum Beispiel sehr einfach bei Tomate, Chili, Physalis, Paprika. Einfach aus den Früchten die Samen rausholen, trocknen und im nächsten Jahr wieder in die Erde stecken. Das geht bei F1-Hybridsamen nicht. Dennoch will ich F1-Samen nicht verteufeln. Die haben auch ihre Vorteile. Sie sind zum Beispiel so gezüchtet, dass sie besonders resistent sind, die Pflanzen, oder dass sie besonders schöne Früchte ausbilden. Viele Biobetriebe verwenden auch F1-Hybridpflanzen dafür. Aber ich in meinem Garten oder alle Kleingärtner, die sollten auf so F1-Samen verzichten, ganz einfach. Denn die Vielfalt, die geht damit verloren. Denn die meisten F1-Hybridsamen kommen von großen Samenherstellern, die wenige Samen herstellen. Und die große Vielfalt, wie hier bei den Tomaten, die geht verloren. Und die Vielfalt, das ist das Wichtige bei den Pflanzen. Und der Geschmack von den alten, schönen Sorten und die weiter zu kultivieren, dafür sind wir Gärtner gefragt, das zu machen. Ich finde es klasse, wenn jemand das macht. Wenn jemand F1-Hybridsamen verwendet, weil er tolle Früchte haben will oder er weiß, das sind resistente Früchte gegen Krautfäule zum Beispiel, ist das auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, wir kleine Gärtner, wir haben keine Nachteile, wenn wir diese samenfesten alten Sorten verwenden. Im Gegenteil, der tolle Geschmack der Früchte, das ist dann der Lohn. Die Pflanzen müssen jetzt natürlich ins Haus, ins Warme, bis sie gekeimt sind. Dann kommt ein Kunstlicht drüber, LED, Kunstlicht, verlinke ich euch mal da unten in der Videobeschreibung. Und sobald die gekeimt sind, müssen sie auch etwas kühler stehen. Paprika mag es lieber etwas wärmer, Tomaten dann nach der Keimung lieber etwas kühler, sonst schießen die zu sehr, spargeln und werden nicht schön buschig, wie man sie so aus dem Gartencenter kennt.